Okay, los geht's. Die Mission Killer is dead. Und der... oh Gott. Der hat auch noch seine Kumpels jetzt hier. Halt. Nicht mich tothauen. Ach du Schreck, jetzt wirft er auch noch mit Brocken. Ja, super. Und ich nehme es natürlich genau mit. Was zur Hölle? Nee, da beginne ich nochmal neu. Da verschwende ich jetzt keine Mika-Ladung, weil... ja, keine Ahnung, wie soll man den denn besiegen hier? Kann man den irgendwie abknallen oder so? Die Augen sind ja sein Schwachpunkt. Deswegen schießen wir einfach mal auf die Augen. Ah, klar, mit denen kriegen wir immer neues Blut. Wir müssen eben nur schauen, dass wir jetzt nicht unbedingt hier getroffen werden. Und immer schön auf seine Augen schießen. Er hat die... Sehr gut. So. Was hat der da fallen lassen? Ah, nur seinen Arm. Ne, es zählt nicht als Auge hier. So, Junge. Da wollen wir mal ein Auge zudrücken, oder? Schlechte 80er-Jahre-Sprüche quasi. Ah, die Kleinen fliegen bestimmt schneller, die kleinen Teile. So, Junge. Blut im Auge. Oh, oh. So, schön ausweichen natürlich. Ausweichen ist hier im Kampf natürlich das A und O. Und dann einfach kaputt schießen, den Großen. Boah, verliert der viel Blut. Okay, jetzt hat er wieder neue Augen gekriegt, oder was? Ja gut, ich meine, warum nicht? Darf er ja haben. Was macht er jetzt? Oh, macht er seinen Superlaser? Oh, und da vorne gibt's Blut. Ganz wichtig. Ach du Schreck. Aber man kann alle bisher noch sehr gut ausweichen, muss ich sagen. Oh Gott. Ah, shit. Aber immerhin, dadurch, dass der hier alles kaputt macht, gibt es für uns frisches Blut und dann können wir den Blöden hier wieder eine Runde malträtieren. So, dich mache ich auch noch kalt. So, da kommt er wieder mit irgendwas zu werfen an. Trifft aber zum Glück nicht. Okay, einmal muss ich den noch irgendwie irgendwo Schaden machen. Ich glaube hier, ah. Ah. Jetzt also erst und tschüss. Okay, wie viele Phasen hat dieser Kampf? Auf jeden Fall mehrere. Gut. Oh, jetzt macht er hier... oh, shit. Jetzt ist er hier ein bisschen krasser am Start. Schön ausgewichen. Das ist krass, wie der sich immer überall immer wieder regenerieren kann. Das macht er bestimmt wieder gleich einen Laser. Oder auch nicht. Kein Laser. Da kommt der Laser.
aber exakt so gut, dass ich ihn dazu nutzen kann, ihm Schaden zu machen. So. Das Auge drücken wir auch noch zu. Weichen natürlich aus. So, jetzt kommt er wieder runter. Igitt. Das ist mal eklig, aber auch irgendwie cool. なるほど。これですか。 これが盗まれた。 もしもの時は私も大丈夫です。処刑完了しました。了解。 Ein Außerirdischer. Masaka, Uchujin? Okay, das ist jetzt echt B-Movie-mäßig.小さな太陽ですね。つまりこれが報酬。っていうか、これじゃただの当然よ。所長、任務は。ご苦労。早速だが次の任務だ。依頼人はロシアの国防省、シベリアの暴走機関車が標的だ。モスクワが危ない。え？今ロシアって言った？急げ、時間がない。私は先に向かっている。 ロシアってどこ？ここから遠い？ねえねえねえねえ先輩、モスクワって何？ 海かも行くのだ！ ねえねえねえねえねえねえ、シベリア？ Okay, also mit dem Geld verdienen hat's ja unsere Truppe leider nicht wirklich so. Dafür haben wir jetzt irgendwie einen Auftrag in Russland und wir haben am Ende nochmal was gesehen beim Mond, aber da weiß ich gerade gar nicht, was ich damit anfangen soll. Sind jetzt irgendwelche Platten zusammengesetzt worden? Eine Prophezeiung oder sowas? Keine Ahnung. Auf
Auf jeden Fall haben wir jetzt eine neue Mission freigeschaltet, aber natürlich geht's erstmal zurück in die Agentur. Denn wir brauchen ein paar Souvenire. Und wir können auch mal wieder irgendwas Schönes kaufen. Zum Beispiel eine Mondsteinkette, einen Strauß Blumen, ein Parfüm. So das Einmaleins des Frauenrumkriegens. So. Dann gibt es noch zwei Mika-Fahrkarten, weil davon habe ich nur noch 8. Das ist recht wenig. Und dann habt ihr euch ja gewünscht, dass ich mehr von den Mondos Mädchen-Aktionen mache. Natürlich, weil ihr wollt, dass ich die Waffen bekomme und nicht, weil ihr sehen wollt, wie unser Mondo hier ein Mädel nach dem anderen klar macht. Und ja, ihr habt auch geschrieben, diese Anrufe, die ich während der Mission bekomme von seltsamen Frauen, das sind die Mädels, die ich vorher flachgelegt habe, also Mondo flachgelegt habe. Leistungsträgerin habe ich nämlich schon erledigt. Hier gibt's nichts. Eine temperamentvolle Frau habe ich auch schon gemacht. Gibt's gar nicht so viel Mondos Mädchen-Aktion. Mission. Ja, ich habe eigentlich alle Mondo-Mädchen schon gemacht. Na gut, dann würde ich sagen, können wir uns zur 10. Mission begeben. Und zwar. Hier. Träger der Liebe. Das russische Verteidigungsministerium. Name TM551, männlich, unbekannt, unbekannt. Er kommt aus Großbritannien. Na gut. 西へ東へと大忙しでしたが、10年前にその役目を終えるとともに、ロシアの鉄道博物館に収蔵されました。いつしか片隅に追いやられ、いよいよ明日、お別れの解体式が催される予定です。トミー、かわいそうなトミー。 どうだ、力がみなぎってきただ。さあ、復讐の時間だ。 Episode 10, Träger der Liebe. あれが標的だ。あなたが率先して出てきたということは、そういうことね。分かったわ。今回は任せる。どういうこと？機関車は男の憧れだ。あの機械的で力強い姿、女子供には任せてられん。なあ、モンド。はい。 Ja, ganz maskulin hier. Kann es sein, dass das so eine kleine Anekdote nicht, ich sag mal Anekdote, so ein kleiner Querverweis auf Thomas, die Lokomotive ist, diese Kinderserie. Wäre auf jeden Fall gut möglich und ja, jetzt hier zusammen auf dem heißen Motorrad mit Beiwagen. Ja, Mondo cool wie immer. 中から叩くしかない。いけるか、モンド。無賃乗車ですか？今回は仕方ありませんね。先輩、気をつけて。大丈夫。
ロマンが味方してくれる。無事に終わったらピロシキパーティーだ。 ヒロシ君、温かいボルシチでお願いします。俺は先にモスクワへ行ってる。あとは頼んだぞ。依頼はキラー譲ってる。先頭車両、トミーを止めてくれ。 Yay! So, meine alten Kumpels, die Wires, sind natürlich auch hier und wollen aufs Fressbrett kassieren. So, und ja, stellen irgendwie keine große Herausforderung mehr dar, muss man ja mal sagen. So, im Vergleich zu Dark Souls ist das Kampfsystem hier natürlich schon richtig, richtig angenehm. Einfach nur draufhacken und irgendwie geht schon alles tot. So, noch eine Gesundheitsstufe gab's für uns. Oh Gott, wen haben wir denn da als Gegner jetzt abbekommen? Ach, den hier. Hallo, Leute, was ist los? Ich habe gerade gesagt, es ist mega einfach hier. Da könnt ihr mich doch jetzt hier nicht so fertig machen. Erstmal aufladen gehen. Ich hasse diese Verzögerung, wenn man irgendwas macht. Dass man immer erst eine Sekunde noch stillsteht. Okay, die wollen es jetzt richtig wissen hier. Und sind auch gar nicht so einfach. Krass! Krass! Gerade eben sage ich noch, hier ist alles voll einfach und jetzt muss ich schon eine Mika-Karte benutzen. Nein, nicht, nein! Okay. Nochmal von vorne. Es ist schwer, diesen Takt hier reinzukriegen. Sogar ist, wie die Gegner noch da rumstehen. Oh Gott. Oh nein, diese Mika-Karte direkt nochmal verschwendet. Okay, jetzt wird es gerade ziemlich peinlich. Ey, das ist teilweise echt... Ich weiß nicht, welchen Takt man dafür reinkriegen muss. Für die Mondo. Wiederbelebung. So. Jetzt aber mal Tacheles gesprochen hier. Die sind natürlich nicht schlecht hier. Natürlich schon mal nebenbei mal blocken vielleicht. Boah, die, mit denen kann man sogar... Die können sogar durch den Block durchbrechen. Aber alleine sind sie kein Problem. Lass mich wieder voll auffüllen hier. Mein Leben voll machen. So, zack. Noch alles mitgenommen. Ah ja, da kommen dann schon die nächsten Wires wahrscheinlich gleich. Kann man die einfach so kaputt machen? Nee. Wahrscheinlich diese Stromkästen da oben demolieren. Yay, ich liebe Kisten. In Kisten ist immer irgendwas drin. Vielleicht sogar die gute Scarlet. Ich dachte jetzt vielleicht... Ah, da ist ein Zielmechanismus da hinten. Das heißt, da stehen böse Buben und wollen auf mich drauf schießen. So, aber ich enthaupte sie einfach mit meinem Schießgewehr. Schön, dass man hier so richtig Headshots verteilen kann. Aber, na, jetzt ist es nicht mehr ganz so leicht hier. Hat ordentlich zugelegt gerade der... Oh Gott, da kommt noch eine ganze Patrouille von denen. Halt ein paar Köpfe platzen zu lassen. So. Boah, krass, neue Blutungsstufe, neue Lebensstufe.
So, dem noch das Gehirn weggeballert jetzt hier. So. Gut, das ging ja einfacher als erwartet. So, noch schön hier alles kaputt machen und einsammeln. Was ist das? Ah, gut, steht nicht mit dran. Also, zumindest nicht so, dass ich es lesen könnte. Yay, immerhin habe ich jetzt einen Lebenskristall mehr. Das heißt... Ah, nee, die kann ich aber noch nicht ganz voll machen. Lass mich raten, jetzt kommt der erste Boss-Gegner. Ach, du Schreck. Oh nein, der Zug koppelt sich ab. Was zur... Ach, die Jungs. Ah, die sind nicht auch in der Gruppe, sind natürlich richtig beschissen. Ach ja. Wow. Der holt gleich die richtig dicke Knarre raus. Brians Turm. Auch im Ruhestand ist Brians Vollstreckungstechnik Brians Turm nicht schlechter geworden. Ah ja. Jetzt kann ich hier mit Brian... Ah ja. Oha, jetzt kann ich die hier alle schön wegfräsen. So, kurz mal... Nicht, dass das Ding sich hier noch überhitzt. Und den... Du willst doch jetzt hier wohl nicht rumnerven, oder? Oh, zwei von der Sorte. Ich muss sofort auf den Turm. So. Jetzt machen wir hier noch weiter. Dann müssen ja auch noch diese Dinger da zerstört werden. Über mir, unter mir, wo bist du denn? Scheiße! Ach, fuck. Jetzt aber hier den Takt mal reinkriegen. Nein! Das Schlimme ist, dieses weitere Drücken hilft dann nicht. Man muss dann wirklich gucken, dass man hier im Takt kommt irgendwie. Nein! Oh, heute geht ja alles schief. Erst diesen Bosskampf so gut gemacht und jetzt? Jetzt kriege ich nicht mal mehr die Wiederbelebung richtig hin, oder was? Oh Gott, das Ding bewegt sich aber auch echt langsam. Okay, wisst ihr was? Oh Gott, ey, die haben mich ja gleich wieder... Also schnell mal zwischendurch heilen ist hier echt nicht drin. Zum Glück habe ich hier bei dem Level... Oh nee, kommt schon der nächste an, oder was? Oh, machen wir das auf die Art und Weise hier. So, müssen wir noch irgendwas kaputt machen an dem anderen Zug? Ah, da vorne ist noch eine. Noch eine Kugel, die wir zerstören müssen. Ah ja, okay, das war's dann schon. Okay, hier haben wir noch mal so eine Art Mini-Turm. So, erstmal aufladen hier. Ah ja, darum der Mini-Turm. So.
Dann. Oh nein, ich bin natürlich genau in der falschen Richtung gedreht. So. Was auch immer das hier für Dinger sind, wir müssen sie zerstören. Oh, meine Knarre ist überhitzt und ist auch immer noch so ein Flugvieh. Da bist du ja. Dich habe ich gesucht. Ist ja nicht so, dass das hier eine gefühlte Ewigkeit dauert, diese Glasdinger zu zerschießen. Boah. Nervig. Solche Kämpfe hasse ich ja wie die Pest. So, na endlich geschafft. Irgendwie kommen seine coolen Sprüche auf Japanisch nicht ganz so cool rüber. Oh nein. Hallo, bitte kühl dich mal ab. Ich will hier weiterschießen. Nicht so, dass ich hier noch nebenbei angegriffen werde. So, jetzt geht's weiter hier. Und du auch noch da hinten weg. Ah, ich glaube, das soll es dann auch jetzt langsam mal gewesen sein. Wenn man da richtig draufhalten kann, dann gehen die Dinger sogar. Schlimm wird's ja nur. Wenn man die ganze Zeit noch aufgehalten wird oder es hier mit irgendwie der gefühlten 1 Million Gegner aufnehmen muss. So. Ach du Schreck, was kommt denn da hinten angelaufen? Ah, ich will es am besten gar nicht wissen. So. Unsere Freunde von der Gegnerpartie super ätzend. 2 riesige Riesen. Naja, zum Glück nicht so stark. Und irgendwie auch ziemlich doof. Die laufen einfach in meine Schüsse rein, um jetzt daran auch zu sterben. Und ich sammle mal ihre ganzen Überreste auf. So. Ich glaube, das soll es jetzt hier auch gewesen sein, oder? Jo, Tür ist zu.